Jö, töten, 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 sagen sich die Beiter auch gerade und greifen an. Aber ich hoffe mal, ich werde mehr erreichen als die. Ich will aber noch ganz gerne vorher Treibstoff holen. Ist mir nämlich eben gerade eingefallen, dass wir die ganze Zeit mit diesem kleinen Kohlehaufen da rumdümpeln. Das ist nicht so schön. Das heißt, ich stibitz mir noch von da Treibstoffblöcke. Und dann gehen wir aber auch los. Dann machen wir den Rest von der Basis da oben, sacken die Alien-Artefakte rein, damit wir den Fusionsreaktor endlich bauen können. Und dann gucken wir weiter. So. Für den Fusionsreaktor hat er schon alles eingepackt, ne? Nee, drei blaue Chips fehlen noch, okay. Hier durchgewuselt. Darum, 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 du. So. Jetzt haben wir alles außer zwei Alien-Artefakte und die erbeuten wir uns gleich. Das ist okay. Wo war die Schneise? Hier ist die Schneise. So, zu. Wagen rau. Oh, nee, noch nicht. Fahre ich garantiert gegen. So, du dahin. Wo ist der Treibstoffblock? Ja, was? Achso, nicht in den Kofferraum. Wir haben es 12:15 Uhr. Das ist schon wieder mittags. Aber ja, Treibstoff war eine wichtige Sache. Das heißt, da die beiden Vasen und vielleicht noch irgendwas von dem kleinen Zeug da oben. Und dann muss ich schon wieder nach Hause. Oh, ja. Das Unwichtigste zuerst vernichtet. Also die Hundespawner sind ja nicht so wirklich wichtig. Aber gut, du. Kurze Reparatur, dann heize ich da nochmal durch. Ich habe keine Lust, jetzt wieder ganz bis zu den Türmen zu fahren. Und dann zu warten, bis die da schon raufgetackert haben und so weiter. Das ist Zeitverschwendung. Also, einmal dadurch. Wow. Ups. Munition. Gute Munition herstellen. Das ist auch eine schöne Idee. Könnten wir sogar gießen lassen inzwischen. Da. Aber nein, was Fabriken angeht, für Automatisierung und so weiter, wäre ich dafür, dass wir als nächstes Geschwindigkeitsmodule und Produktivitätsmodule uns vornehmen, damit wir die ganzen Minen besser abdecken können. Weil wir haben ja immer wieder das Problem, dass ich neue Minen aufsetzen will, für Eisen oder Kupfer. Und dann fehlen die Produktivitätsmodule. Und solange die nicht da sind, bin ich dann immer so ein bisschen zimperlich, die Minen aufzustellen. So, und du kannst jetzt schon mal den da hinten ranhängen. Ich sag nur so ein bisschen ein. Bis die Truppe von unten wieder da ist. Ist im Auto echt schwierig. So. Und jetzt probieren wir die panzerbrechende Munition aus. Boah, es geht. Nicht übermächtig, aber es geht. Weg, 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 weg. Komm, komm, komm. Weißt du was? Kein Leck jetzt. Okay. Eigentlich schnell den Rückwärtsgang reinlegen. So. Also, es klappt. Wenn wir noch ein, zwei Upgrades haben in der Richtung, also was Schussgeschwindigkeit oder Schaden angeht, sollten wir damit auch gut zurande kommen. Jetzt erstmal reparieren. Wir haben es 15:15 Uhr. Und ich sehe vier kleine Basen, also drei im Norden und eine im Osten. Wobei die im Osten ist noch nicht so weit aufgelegt. Das könnte noch eine große sein. Irgendwas davon sollte ich mir noch vornehmen. So, 2200, das klappt. Wir hatten noch ein Stack Repair Packs dabei, ne? Ich hatte mir richtig viel mitgenommen. Ja, gut. Sogar noch anderthalb. So, was haben wir da? Wir haben zwei normale Spawner, wir haben da einen Hundespawner. Den machen wir platt. So. Da kam gerade was angewuselt, genau. Bullet Damage. Wollte ich erhöhen für die Roboter und für den Sniper-Turm. Dazu sollten wir den Sniper-Turm auch erstmal erforschen. Was? Ich glaube, ich lasse das mit dem Sniper-Turm. Wir brauchen Elektrum
und Gunmetal Alloy? Ernsthaft? Also wir haben jetzt nicht so viele spezielle Metalle auf der Karte, schon gar nicht in größeren Mengen. Also erstmal sind sie verstreut und wenn wir sie dann finden, ist es auch noch wenig. Also ich denke nicht, dass wir eine Massenproduktion davon machen können, weil die Lasertürme tackern ja durchgehend, wie sie wollen. Die brauchen ja nur Strom. Aber wenn die Snipertürme alle 2 Minuten angegriffen werden, was sie ja jetzt schon, ne, die normalen Türme werden, dann müssten wir fast durchgehend Munition produzieren und würden dann durchgehend Silber und Gold verlieren. Was Elektrum hier ist. Naja, es ist nicht so wirklich schön. Dann hätten wir hier bessere Türme und richtig schicke Munition. Kostet alles noch keine lila Tränke. Und dann kommt hier die Lasergun. Die klingt interessant. Highly Advanced Battery. Ich hoffe, du kannst doch normale Batteries verfeuern. Sonst würden wir die hier auch niemals nicht herstellen wollen. Ja, also ich würde schon ganz gerne in die Richtung gehen. Aber ich... Problem für die ganze Sache ist, ich muss erstmal nach Hause laufen, bevor ich die Forschung anschmeißen kann. Bessere Roboports. Oh, mach das mal. So, oh. Weg. Her damit. So. Und jetzt noch gleich die 2 spawnen da links, dann sollten wir wieder nach Hause. Das passt schon. Und dann bauen wir eine Automatisierung für die Speed-Module und die Produktivitätsmodule. Sollte ja schnell gemacht sein, jetzt wo wir die Roboter haben. Wow, okay. Kein Baum. Okay, kurz anhalten. Reparieren, dass ich mehr als einen Baum aushalte. Und weiter. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Aber ja, ich hatte schon mal gesagt, 2 Spawner ist Maximum. Einfach so durchzuheizen. Und wenn da noch ein Berserker einen guten Treffer landet oder so, dann ist Schicht im Schacht. Beach. So. Ein Hund will unbedingt nach draußen. Das kannst du knicken. Ich mach die Mauer jetzt bestimmt nicht auf. Und der Feind drückt laut Minimap immer näher. Gut. Berserker kaputt. Kleinkram Matsch. Großkram. Wird ein bisschen länger brauchen. So. Zack. Mission erfolgreich, würde ich sagen. Wir haben es jetzt 5:45. Ich glaube, ich husche noch kurz los und hol die Artefakte. Ne, komm, das ist Zeitverschwendung. Wir brauchen sie jetzt akut, direkt, sofort, nicht. Ja. Also ich repariere den Wagen, gehe rein und tüftel dann an den Automatisierungen. So, mitkommen. Ah, genau, Fusionsreaktor einsetzen. Laufdinger einsetzen. Energieschild 2 einsetzen. Total popelige, möchte gern Batterien einsetzen. Gott. Ja, zweites Laufding passt nicht rein. Geschickt gemacht. Ich weiß nicht, ob es vorher auch schon so war bei der MK1-Rüstung. Ich hätte schwören können, da hätten 2 reingepasst. Oder sogar noch mehr. Das heißt, ich bin jetzt zwar schneller, aber ich denke, ich werde nicht schneller sein als die Beißer. Also auf keinen Fall schneller als die Hunde, aber das muss ich auch gar nicht sein. Die Hunde kann ich wohnen hinten fast. Aber die Beißer wäre schon schick, schneller als die zu sein. Da muss ich aber wohl auf die MK2-Rüstung warten. So, dazu. Also, ich will jetzt gucken, ob beim Eisen und Kupfer immer noch alles so schön ist. Und dann die Modulgeschichte machen. Ich würde gerne demnächst das da unten... Was ist das da? Ach, Hund. Genau, ich würde gerne das Kupferfeld da erschließen. Dazu müsste ich allerdings die ganzen Produktivitätsmodule haben. Oder ich würde gerne die ganzen Produktivitätsmodule haben.
So, Kupferplatten, Eisenplatten sieht gut aus. Wie sieht es mit dem flüssigen Kupfer aus? Mies. Okay. Ja, weil die hier halt durchgehend verbrauchen, ne? Ja, ja. Problem, was ich auch sehe, ist, wir haben kaum noch Abnehmer für die Kupferplatten direkt. Kann das sein? Wozu stellen wir zum Beispiel hier noch Draht her? Brauchen wir gar nicht. Sieht vielleicht schick aus, aber brauchen wir nicht. Aber du bist da ein bisschen im Weg. So. Das heißt, das Ganze können wir uns eigentlich sparen. Dann geht Kupfer hier runter. Es wird hier eingelagert. Ja, toll. Dann geht's hier hin. Hier wird es gebraucht für... Ach stimmt, für rote Tränke. Okay, hier ist noch ein Sinn. Das ist gut. Hier hat es Sinn, dass es Zugriff zum Netzwerk bekommt. Das ist auch gut. Und hier war es noch für irgendwelche Flüssigkeiten wichtig. Schwefelsäure? Nein. Wir haben keinen Schwefel. Da, nimm. Hier. Für den Skynet-Komplex. Apropos Skynet-Komplex, du hör mal bitte auf, damit zu arbeiten, sondern stell bitte die da her. Wir haben inzwischen nämlich 66 von den Transportrobotern, aber von den Baurobotern haben wir fast keine. Das sollte ich ändern. So, das Spielerinventar. Bau bitte noch Fabriken. Zwei Stück. Dann klauen wir uns ein bisschen Eisen. Für da unten brauchen wir später auch noch Strommasten jede Menge. So. Weil, ne, gerade dass wir jetzt gesehen haben, dass die Kupfertanks leer sind, drängt mich jetzt noch mehr dazu, das da aufzubauen. Oder das da. Aber das wäre ein massives Projekt. Wenn ich das Ding da erschließen will, dann könnte ich ja quasi hier eine Linie runterziehen und die gleich bis nach da verlängern. Aber das ist so viel Fläche und so viele Lasertürme, die ich bauen müsste. Das ist nicht schön. Hm. Ja, gut. Muss ich dann gucken. Na, es kommt stetig was rein, aber es ist zu wenig. Eisen. Eisen sieht super aus. Wir wissen gar nicht mehr hin mit dem ganzen Eisen. Wir könnten ein bisschen mehr Stahl herstellen, ja. Aber das mangelt nur an der Geschwindigkeit von dem Ding selber. Oh ja, nee, da will ich mir nicht drum kümmern. Ich will jetzt Modulfabriken aufbauen. Genau, eine ist schon fertig. Da, wohin am besten? Braucht ein bisschen Platz, weil das ja von MK1 nach MK2 nach MK3 und so weiter geht. Bis MK7 später. Hier unten würde sich anbieten. Ja, würde es. Ich guck mal ganz kurz. Ja, nee, da können wir jetzt keine schön symmetrische Form machen. Das müssen wir einfach anders regeln. So, da, nach da. Du stellst bitte her. Können wir Module gießen? Eisenplatten und Kupfer, grüne Chips. Muss ich jetzt doch anders setzen, ne? Also hier hätten wir definitiv genug Kupfer und Eisenplatten. Ja, ich denke, ich ziehe das dann einfach runter und schließe das hier unten an. Aber ich will jetzt nicht extra grüne Chips hier herstellen, rote Chips und so weiter. Das müssen alles die Roboter anliefern. Können die knicken. Ja, also Skynet kriegt mehr Macht und mehr Ressourcen zur Verfügung. Das will ich nicht alles bauen müssen. Du kriegst eine blaue Kiste und das muss reichen. Da und in die blaue Kiste kommt grüne Chips.
wie wahrscheinlich in fast jede blaue Kiste demnächst kommt, weil grüne Chips sind einfach super wichtig in dieser Tech-Stufe. Dann noch Eisen und Kupfer. Eisen, Kupfer, jeweils